Ja, willst du für den Mästen? Ist ja schön, dass du mal gekommen bist. Da freut die Oma sich aber. Trinken wir zusammen einen Kaffee. Was macht die Arbeit? Nichts Besonderes. Ich versuche eigentlich vielleicht irgendwas anderes zu finden. Hier Briefträger oder so. Na ja, Briefträger. Ich arbeite nicht zum Spaß. Ich arbeite ja, damit ich ein bisschen Geld reinkriege. Das ja wegen der Familie. Das ist so richtig so. Aber mit dem Briefträger, Junge, das ist ja nur noch nichts. Ja doch, dann kommen die Hunde immer. Dann kann ich immer von Hunden weglaufen. Ein Freund von mir hat mir schon erzählt, der ist letztens mit dem Fahrrad gefahren, da kam ein Hund hinterher. Das ist kein Witz. Ohne Quatsch. Aber... Naja, erstmal geht es ja auch. Ne? Irgendwann bist du vielleicht einmal was. Ja, ich will ja sowieso weiter studieren. Weiter mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Aber im Moment mit der Kleinen und die ganze Zeit. Ja, mit der Kleinen, die hat euch alle zurückgeschmissen. Ach ja, Alhamdulillah, wer weiß, wofür es gut war. So recht war es mir nicht. Ich habe auch schon mal versucht, ihm das auszureden. Ne? Das habe ich auch getan. Aber er wollte eben Muslim werden und naja, dann ist das eben geworden und ich muss mich damit abfinden. Ich hatte in dieser Beziehung nie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich Muslim geworden bin. Weil ich halt von der Sache überzeugt war, weil ich auch gar nicht einsehe, dass sich da jemand einmischt, was jemand glaubt oder nicht glaubt. Und im Prinzip bin ich ja derselbe Mensch geblieben. Nur, was sich geändert hat, sind einige Praktiken, einige Überzeugungen. Kann sein, was er will. Er ist ein lieber Junge. Ist doch mein Junge. Kann ich doch vom Glauben aus nicht irgendwie sagen, nee, jetzt will ich die nicht mehr. Nee, nee, der bleibt mein bestes Stück. Aber die anderen auch, nicht nur er. Ja. Früher Profiboxer. Ich habe damals das Geld auch damit verdient. Heute arbeite ich in der Telekommunikationsbranche, 30-Stunden-Woche. Das ist für mich nur Mittel zum Zweck, weil ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Geht ja nicht anders. Ich würde mich als Prediger bezeichnen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aua. Das ist, glaube ich, zu leise, ne? Oder? Ist das schon anders? Ne, ist noch nicht anders. Ja. Der Koran fängt so an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lobt Allah, dem Herrn der Welt. Das heißt, das ist erstmal das, worüber wir uns im Klaren sein müssen. Worum es hier geht. Es geht hier nicht um die Playoffs im Eishockey zu gewinnen. Und es geht hier nicht darum, was für sich cool zu sein, es geht darum, ins Paradies zu kommen. Wie sind Sie zum Islam gekommen? Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert? Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Eltern haben das sehr positiv aufgefasst. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man das rüberbringt. Jetzt aber bitte keine Fragen mehr, sonst wird das zu viel. Ich bin zum Islam gekommen, 2001. Ich war früher evangelisch gewesen, habe mich auch sehr dafür interessiert, habe auch Glauben an Gott gehabt, dann ist das mit der Zeit mal verloren gegangen, war dann so jemand, der nicht wusste, woran er glauben soll. Und dann habe ich mir vorgenommen, mich einfach mal selber damit zu beschäftigen. Man muss doch mal selber den Koran gelesen haben. Und dann habe ich diese Koranübersetzung gelesen, von A bis Z. Am Anfang nicht alles verstanden, aber irgendwie dieses Gefühl kam immer mehr. Und diese Gottgewissheit, Subhanallah. Und eines Tages, da kam dann ein älterer marokkanischer Mann, hat gesagt, bist du der Einzige in deiner Familie, der Muslim ist? Ich habe Islam noch gar nicht angenommen. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich bin der Einzige. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Da bin ich Muslim geworden in dem Moment, Alhamdulillah. Er kennt zum Beispiel die Bibel, den Koran, und der kann beides vergleichen. Und das ist etwas, was ihn so interessant macht. Zum Beispiel haben ja Deutsche viele Fragen, zum Beispiel, warum trägt man Kopftuch und so. Das kann er alles so gut erklären, dass auch Deutsche ihn auch gut verstehen, warum wir zum Beispiel Kopftuch tragen. Nee, deine Bibel sind noch viele andere Bilder. Aber doch nicht von dir. Doch, klar, guck mal rein. Ja, jetzt hast du nicht, was ich
Naja, das ist es denn wohl. Ah, nee, hier noch beim Boxen. Immer der Sieger. Ja, nicht immer. Hier ist er. Überall, wo er siegt. Wo die Arme hoch sind. Ja, wo ich verloren habe, hat meine Oma nicht die Bilder. Weggeschmissen. Im Islam ist ja eigentlich das Boxen verboten. Das heißt, wenn man wirklich in den Ring geht, weil man darf niemanden ins Gesicht schlagen, ja, das ist verboten. Da war ich schon anderthalb Jahre Muslim, dass ich mit dem Boxen aufhöre. Blue Corner aus Deutschland, Köln. Begrüßen Sie, welcome, Pierre Vogel. Ich habe schon so lange nicht gesehen. Das ist ja mit privater Videokamera aufgenommen worden. Wie die Zeiten verändert haben. Ne? Das ist jetzt gerade der Einmarsch. Da muss man natürlich auch ein bisschen cool sein. Ne? Die Show machen hier. Ich meine, okay, ich habe ja noch als Muslim dann noch zwei Kämpfe gemacht. Ich war auch mal vertraglich sowieso gebunden. Und, ich meine, Boxen ist natürlich auch nicht so, als wenn man in die Disco geht und Alkohol trinkt. Ja? Aber es ist natürlich trotzdem islamisch nicht so akzeptabel. Und am Anfang habe ich auch nicht so viel gewusst. Das immer auf den Körper, das war immer so mein Ding. Ne? Diese Haken da gerade.